Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr eure kaputte Schminke ganz einfach selber pressen könnt. Ihr braucht Make-up-Entferner, aber ölfreien, ein kleines Gefäß, ein Wattestäbchen und Sieva. Zuerst gebt ihr das kaputte Produkt in das Gefäß. Mit Hilfe des Wattestäbchens. Die sind so Brocken. Ja. Möglichst nichts daneben war. Und alles genau. Jetzt habt ihr das Produkt in dem Gefäß. Und jetzt nehmt ihr das Wattestäbchen und macht das Produkt ganz fein. So, wenn das Puder jetzt ganz fein ist, nehmen wir unseren Make-up-Entferner und befeuchten das Puder etwas. Ich mache mal so einen kleinen Spritzer rein. Dann verrühren wir das. Und wenn wir sehen, es ist zu trocken, geben wir noch etwas hinzu. Immer ein bisschen hinzugeben. Denn irgendwann ist es zu viel. Ich muss noch ein bisschen hinzugeben. So. Ich glaube, das reicht so. Dann vermischen wir jetzt das, damit eine gleichmäßige, dickflüssige Masse entsteht. Das ist jetzt ein Bronzer. Da muss noch ein bisschen mehr rein. So. Und das machen wir jetzt weiter. So, so ist die Masse perfekt. Also sie ist nicht zu flüssig. Sie ist gleichmäßig. Dann nehmen wir uns den Behälter, wo das Produkt drin war. Und dann geben wir die flüssige Masse in die Schachtel. Verteilen das so ein bisschen. So. Dass möglichst alles hier rausgeht. So. Gleich haben wir es. Das ist alles. Das kommt jetzt einfach nur hier hin. Wir verteilen das so ein bisschen. So. Dann sieht das so aus. Als nächstes brauchen wir unser Sieva. Das machen wir etwas klein. So ungefähr. Damit man so mit pressen kann. Wir nehmen unser Produkt. Und werden es jetzt einfach pressen. So. Das sieht schon mal gut aus. Dann pressen wir so weiter. Und man kann hier unten schon so ein Muster sehen. Ich benutze mal neues Sieva. Das macht man einfach jetzt die ganze Zeit. Man drückt das so drauf. Und dann jetzt fertig und lassen es trocknen. Dann können wir das wie neu benutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.